ja. Okay, dann lass uns loslegen im Briefing, hä? Ja. Hallo und recht herzlich willkommen zum Bonjour Briefing. Mit mir ist Niklas Behrens. Und Nachbar Niklas Behrens. Sehr die, gut. Die anderen sind alle nicht da. Ich hab vergessen, den Titel zu aktualisieren. Ha! Ist nicht so schlimm. Ja, du musst halt doppelte Leistung fahren. Ich fahre wie immer nur halbe Leistung. Ah. Ja, also wie ihr es schon seht, Maurice, ich wollte gerade sagen, ersetzt heute Niklas. Ist mir auch passiert. Er vertritt ja heute Niklas. Ah. Niklas erholt sich noch ein bisschen, damit er mit voller Kraft dann am... Oh, spoiler ich jetzt schon, wann er wiederkommt? Nee, gucken wir dann später. Machen wir später. Damit er im Laufe der Woche wiederkommen kann, mit voller Kraft. Nicht spoilern. Ich weiß noch, wir hatten einmal Beschwerden, dass wir über den Programmplan spoilern. Echt? Ja, erinnerst du dich nicht, vor 3 Wochen? Ach stimmt, ja, weil im Briefing darüber gesprochen wurde, was kommt. Ja. Ist unscharf? Ja. Oh, ich mach mal scharf. Ja, aber das liegt ja nicht an der Kamera. So, das gibt Ärger. Ich hab doch erzählt, dass wir nie richtig scharf sehen. Ah. Was? Wie, warum? Ja, wegen Physik und so. Heisenberg sagt das. Also sagt er nicht wirklich, aber das, was er wirklich gesagt hat, versteht keiner. Chat, kannst du mal im Chat gucken, ob das scharf ist jetzt? Weil, nee, oder? Für mich ist das scharf, aber auf die Entfernung, auf dem Monitor, sieht alles scharf aus. Das ist schwer auf dem kleinen Monitor. Das könnte scharf sein, das jetzt. Ist das, guck mal im Chat, ob die sagen scharf. Chat, ist das scharf? Ich guck mal hier vorne. So scharf wie die Soße im Döner? Ja, das ist scharf. Das ist scharf. Das ist scharf. Geil. Lecker scharf. Ah. Was machst du an Weihnachten, Maurice? Ich will den Programmplan noch nicht spoilern. Aber letztendlich, an Heiligabend schaue ich dich. Ah. Am ersten Weihnachtsfeiertag wissen wir, glaube ich, noch nicht. Ja. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag streame ja ich. Ah, okay, krass. Ja, geil. Ja, du willst auch nicht mit dem Zug fahren, ne? Nee, auf keinen Fall. Ja. Hab schon meinen Eltern Bescheid gesagt, das ist keine Option. Muss auch ganz ehrlich sagen, erspart mir viel Stress, weil ich bin aus dem Alter raus, wo ich so ewig lang Zug fahren kann. Früher habe ich es irgendwie voll easy gemacht. Aber inzwischen bin ich nicht mehr dafür gemacht irgendwie. Ich bin zu alt für den Scheiß. Warum habe ich keine Maus? Ich habe eine Tastatur, aber keine Maus. Doch, du hast eine Maus, man sieht nur nicht den Cursor. Ist das so? Du hast gerade eben, wurden die Felder markiert. Steck nochmal rein und raus. Freue mich auf ein chilliges Xmas daheim ohne Familienstress. Ja, also ich glaube, viele Leute werden im kleinen Kreis feiern, oder? Tatsache, ich habe einfach keinen Cursor. Ja, ist auch nicht, woran das liegt. Wie steckt man denn raus? Ja, Wiggly ist da. Oh, geil. Kriegst du das angewählt ohne Maus? Ja. Okay, dann lass uns doch gleich ins Wiggly reingucken einfach und dann... Ja. Ha, geht's los. Auf geht's. Geil. Wirtschaftszimmer, gerade einen gesunden... Moment. Wir haben keinen Ton. Ton. Warte. Die Box, oder? Soll ich anmachen? Die sind an. Ah. Ihr habt Ton. Ach so, die Boxen sind die an? Nee, die Boxen sind an bei mir, guck mal. Sind die vielleicht leise? Mal ein Testvideo. Oder schaut mal auf meinen Rechner und ich mache mal ein Testvideo. Okay, mach du mal ein Testvideo. Mach mal irgendeine Daily Dose hier einfach. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. Geht. Okay. Spoiler! Warte, ich hab eine Idee. Und zwar, der geht doch wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier Ton anmache. Nee, Chat, Niklas ist nicht krank. Er ist nicht krank, er erholt sich nur. Er macht einen... Ich weiß nicht genau, warum der aus ist, aber er ist aus. Jetzt ist er an. Jetzt haben wir auch Ton. Geil. Okay, los geht's. Zimmer gerade einen gesunden Gute-Nacht-Gibit gegönnt. Was ist das? Ah, die Experten im Chat. Ach, eine 420-Rakete, alles klar. Willst du diesen Kill nicht begehen? Willst du ihn nicht begehen? Ist schmackhaft, oder? Lesk, ist sehr schmackhaft. Auf
Passt jetzt. Keine dummen Fehler. Scheiße. Keine dummen Fehler. Ist das mein Ernst? Aber ich weiß, es ist kontrovers. Es ist kontrovers. Es ist einfach. Ich weiß nicht warum. Ist er im Boot? Bombe ist gepickt am B. Was war da einer oder was? Und Zeit vor dir, Matthew. Was muss ich jetzt machen? Nee, rechts. Auto. Rechts. Ja. Wo Auto ganz ist. Rechts. Ganz rechts. Noch einer. Jetzt ein Flashplay, Matteo. Genau. Könnte auch Highway hoch. Was ist ein Flashplay? Flash ziehen irgendwo hin Auto? Und dann rumziehen. Auto? Ja, genau. Okay. Und dann rum. Du hast es immer geflasht. Rechts vor dir. Führt ihn. Wo ist er? Guck ihn. Das war das Flashplay, was sie gebraucht haben, Mann. Alter! Das wäre richtig geil. Was macht er? Ja. Er muss leben. Schieß einfach. Ja, sehr gut. Jetzt kannst du rennen. Lauf! Er steht aber perfekt. Und von links. Ist rechts oben schon? Was hat rechts vor dir? Defekt. Der hat gefaked. Wieder, jetzt haben wir den Zähne einfach, was hier los ist, ne? Fake. Ich bin runtergefallen. Ich bin tot. Wie? Alle vier. Albert. Hat funktioniert, mit der Lampe hat funktioniert. Panische Wenn Leute mit Strom Kindern sind, kannst du denen einen Abend lang ein Babysitter bezahlen und einen freien Abend schenken. Hä? What the fuck? Ich will nicht auf fremde Kinder aufpassen. Ich will ihnen eine Freude machen und nicht mir selber ins Bein schießen. Kickstarter. Was ist denn Ausputzer? Was putzt denn? Das ist ein Abwehrspieler. Das sind immer Ausputzer, die von hinten die Bälle rausschlagen. Alter, geil. Donny MVP wieder. Ey, geil. Danke auch für den Raid übrigens, ne? Gut, schlaf gut. Tschö, gell? Viel Erfolg, du. Tschüss. So, okay, geil. Geil, Mann. Ich wusste es. Es hat sich gelohnt, mit Donny befreundet zu sein. Es hat sich gelohnt. So, wir nehmen D, den Ausputzer, und gewinnen. Ja, ich hab dich leider wenden sehen. Das tut mir sehr leid, aber weiß nicht, warum du das gemacht hast. Los, sag es, wer ist es? Wer war's? Schmeiß ihn raus. Der hat gerade eine Schweißperle auf der Stirn und hofft, dass ich vielleicht ein Falsches sage. Ja, sag es! Sonst sag ich es. Ernte du die Lorbeeren. Simon Unge. Oh, scheiße, ich hätte falsch geraten. Wäre geil, wenn jetzt einfach hier irgendwo ein Dick drin wäre und wieder gebannt werden. Wer kickt wen denn da rein? Hört mal auf, hier rein zu kick wen. Das ist ein Musikchannel. Ihr könnt nur ein musikalisches kick weh reinmachen. Ein kick weh. Sowas. Aber kein normales kick weh. Kick. Kann ja krass singen. Kick. Ooh.
Alter, ich kann ja extrem krass singen. So, was mache ich jetzt? So, Dalu und Unge chillen. Warum chillen die beiden? Aber nämlich jetzt wieder abschlachten hier, ne? Licht geht... Ah, ich bin tot. Mann! Ich will nicht immer hier... Oh, ich bin nicht tot. Okay, ich höre auf zu heulen. Ein Wald. Hattest du mal Pokémon-Karten? Noch nie. Ich kenne nicht mal alle Pokémon. Ich habe nicht mal die ersten. Ich habe die Serie nicht gesehen. 151. Nein, nein, ich habe die Serie nie gesehen. Ich habe keine Ahnung. Aber du kennst die alle drei Starter-Pokémon aus dem Kopf, kennst du. Safe. Pikachu? Weiter. Also, ich werde das VOD gucken. Wenn du mich gewotet hast, bist du fällig. Ach, ich habe dich nicht gewotet. Mann, ist eine Drohung? Monkaumiga. Aber ich habe gehört, Matteo ist nur so 1,50 oder so, also muss mir keine Sorgen machen. Ich bin 1,50 breit! Nicht hoch! Ich werde das VOD gucken, wenn du mich gewotet hast. Ich pack dich! Ach, ich habe dich nicht gewotet. Ich werde Gino holen, der hilft mir. Frechheit. Ja, vielleicht hat der ein oder andere von euch den Clip gesehen. Ja, wo Baso irgendwie sagt, dass Matteo nur 1,50 groß ist. Ich weiß nicht, wie der in Umlauf geraten ist, ja. Bin ich ehrlich, habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die Vermutung, jemand hat meinen Account gehackt, ja. Einen Clip gemacht und den dann in meinem Namen hier im Bonjour-Chat gepostet. Das ist gerade meine Vermutung. Okay. Ich würde gerne, dass wir in den Discussion-Times singen müssen. Was? Was? Ich möchte, dass in der Discussion-Time einfach nicht in nur gesungen werden darf. Das sage ich einfach nicht. Bei allem Respekt, nur aber hast du einen Nagel im Kopf. Ich wollte erstmal kurz sagen, dass ich es ganz gut finde, wenn gesungen wird. Also die Geister können singen in den Meetings, okay? Ja, finde ich gut. Alles klar. Nein, Andi, das sehe ich nicht. Oh Gott. Halt auf. So, also ein Gnu, wo warst du? Ich würde das gern wissen. Gnu? Ich war die ganze Zeit im Labor. Und was hast du gemacht? Oh Gott. Hab den Niki gesehen, hab meine pinke Box gemacht. Und dann kam der Imagine. Ja, so war's. Hast du wen in Verdacht? Dalu, hör auf jetzt! Gleich eigentlich. Dalu, wie lange willst du das jetzt treiben? 75 Sekunden. Du weißt ja, wo gleich ist. Ja. Dass ich singe, singe. Ich höre doch Schritte. Was ist das für ein Beat? Alter. Alter. Andreas, ziele doch! Oh, ich weiß, meine Hände sind kalt, meine Hände sind auch alt. Ich kann nicht reden, meine Zunge. Es ist alles. Also, es hat im Studio minus 3000 Grad Fahrenheit. Stimmt auch. Kelvin. Stimmt wirklich. Dalu, Dalu, wo bist du? Ich bin hier und wo bist du? Ich bin Dalu mit dem Schuh. Schon besser als bei genug. Dubidubidu. So, ich hab hier. So, guckt euch den mal an. Ey, Gino, also seitdem Gino in Berlin ist, ist der wie so, kennt ihr diese Menschen aus dem Internet oder von so komischen Werbung oder Instagram, die so nicht wie echt, so unecht, also wie so Schauspieler sind? Oh, Licht geht aus, wir sind RIP. Ey, das ist nicht mein Ernst. Schon ein bisschen sass. So, ich hab gedrückt. Andi, ich... Ja. Nun. Ich hab wunderschön. Minuten. Was ist? Ich hab 35 Minuten. Und Niklas nicht. Ich hab 35 Minuten. Ich hab 35 Minuten. Ich 35 Minuten. Und tschüss. Kick me. Ja. Eine sehr musikalische Woche, wa? Ein sehr, sehr schöner Zusammenschnitt. Danke, Andi. Hat sich wieder gelohnt, das Warten. Für die Leute, die fragen, Mann, das ist doch so geil, das muss auf YouTube. Ja, wir haben uns dazu entschieden, gemeinschaftlich die Zusammenschnitte auch auf YouTube jetzt zu bringen. Stimmt. Um mal zu testen, wie das so ankommt. Also wir gehen immer noch davon aus, dass die Leute auf YouTube keine Ahnung haben, was hier gerade passiert. Und die raffen auch nichts von den Videos.
Aber es ist für die Leute auf Twitch. Genau, es ist ja für die Leute auf Twitch, die auf YouTube gucken können, was auf Twitch passiert ist. Genau, dafür richtig. Ist es ja. Das heißt, ja, schaut da einfach da nochmal rein, keine Ahnung. Hm. Gut, das war die Woche. Sah wild aus, gab einige Sachen. Lass uns mal durch den Schnelldurchlauf gehen. Mache ich gleich, aber ich starte gerade den Computer neu in der Hoffnung, dass ich dann wieder einen Mauszeiger habe. Ah, das ist ein guter Trick. Könnte ja. funktionieren. Könnte. Es könnte auch sein, dass weil sind da zwei Mäuse angeschlossen. Nee, das ist am anderen Rechner. Ey, das ist aber strange. Das ist aber strange. Ich habe wieder Mauszeiger. Oha. Ja, es ist ein Windows 10 Feature, also eins meiner Lieblingsfeature. Mhm. Das, So, dann gucken wir mal, was sonst so in der Woche passiert ist. Genau, so die ganze Woche im Schnelldurchlauf, wir schauen mal rein. So, genau, es fing wie immer an mit Minecraft bei Niklas. Genau. Der hat da, das war glaube ich noch nicht der Seed der Woche, oder? Nee, kann nicht sein, weil der wurde erst am Montag gezogen. Genau, der wurde erst am Montag gezogen. Müssen wir heute auch ziehen übrigens. Stimmt, stimmt. Müssen wir heute auch ziehen. Dann gab es das Briefing, wo ihr darauf guckt, worauf wir gerade gucken, nur früher. Ja. Dann gab es die erste Runde Counter-Strike mit dir, mit Leon. Richtig. Und mit drei weiteren prominenten Gästen, die da waren. Dalu, Trilux und Dadosh. Sehr gut. Ja, wir haben mal wieder Counter-Strike ausgepackt. Das hatten wir schon sehr, sehr lange nicht mehr auf dem Channel. Und wir dachten einfach mal, in der Fünfer-Gruppe ist es vielleicht ganz lustig. Mhm. Und es war lustig. Teilweise sogar sehr, sehr lustig. Und wir werden es heute, Spoiler, direkt wiederholen und nochmal reingehen. Ich verspreche nichts. Ist das nicht so ein bisschen so wie damals auf dem Pausenhof? Da wollte man ja auch immer mit den großen Jungs über den mitspielen. Ja. Und dann fühlt man sich ganz cool, wenn man bei denen mitspielt, aber eigentlich ist so man sich ein richtiger Kacknoob. Genau, so fühlt sich Trilux gerade. Deswegen machen wir das ja für ihn, damit er sich ein bisschen besser fühlt. Okay, ja, okay. Das ging, glaube ich, bis 0 Uhr. Da haben wir, glaube ich, drei volle Maps gespielt. Und dann ab 0 Uhr hat Leon... Ja, da sieht man ganz kurz. Warte mal, das... Ein noch. Da, so, Leon hat einen kleinen Theorie-Talk gemacht. Ich habe das auch so ein bisschen mitgeguckt und ich glaube, da ging es darum, wenn die dann immer in den Nether gehen, wo die dann diese Fortress und diese Bastions finden. Ja, genau, diese vier Quadranten und wie die Spawn-Chance ist. Und genau, so weiter. Weil natürlich der Zufall, der folgt auch irgendwie einer gewissen Logik. Und ich glaube, überall da, wo irgendwie diese roten Striche sind, da gibt es keinen Spawn und in den anderen schon. Und dann hat er gesagt, ja, am sinnvollsten ist dann entsprechend sie dort aufzuhalten, wo natürlich auch eine sein kann. Ja. Oder ist sogar immer eine, glaube ich, in so einem Quadranten, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber man eins weiß von nicht, beiden genau. Auf jeden Fall, genau. Es kann aber sein, dass du Pech hast und dann sind in allen vier Quadranten Bastions drin oder so. Ja. Und nach der Theorie gab es natürlich auch ein bisschen Praxis. Da hat Leon wieder ordentlich reingespielt. Der macht ja in letzter Zeit immer richtig lange. Er spielt ja immer irgendwie bis 6 Uhr oder so. Der ballert richtig durch, ja. Das ist richtig krass. Richtige Late-Night-Corner. So, dann war Dienstag, da war natürlich wieder Andreas am Start und wie immer eine bunte Tüte, wie beim Kiosk. Und man weiß nicht richtig, was man bekommt. Manchmal sind die weißen Mäuse drin, aber manchmal ist auch was Geiles drin. Hä, weiße Mäuse sind geil. Weiß ich nicht. Also das hängt davon ab. Guck mal, Fortnite ist so eine weiße Maus. Da kann man sich dran streiten. Finden sehr, sehr viele Leute geil, aber auch nicht jeder. Ja, okay. Aber für mich wäre Fortnite keine weiße Maus. Für mich wäre Fortnite so eins von diesen Lakritz-Sandwiches, die so weiß, Lakritz, ekelhaft. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber Cola-Kracher mag jeder. Das stimmt. Was war das? War das auch Fortnite? Ich weiß es nicht. Dann hat er gespielt, ich glaube, Phantasmophobia, aber allein. Ja, Andy ist ja so, der macht die Spiele, die man eigentlich mit Freunden spielt er alle alleine. Phasmophobia, Fortnite und Among Us hat er auch, glaube ich, alleine gespielt. Oder habe ich zumindest gesehen. Kann man das auch umkehren? Kann man auch Spiele, die man normalerweise alleine spielt, mit mehreren spielen? Ja, jeder kriegt einen Input oder so, ne? Ja, hatten wir auch schon ein paar stimmt, Mal. Stimmt, stimmt. Super Mario? Genau, Beispiel. Da haben wir es gemacht, ja. An sich nicht ganz schlechte Idee. Dann Dienstag, da hast du... Ein paar Beichten abgenommen, die inzwischen ausgeweitet wurden auf Geschichten aus dem Leben. Dann gab es irgendwas mit Gino, ein Frame war da nur. Ja,
Da? Ah, nee, ist gar nicht Gino. Das ist nicht Gino. Ich sehe ihn spontan. Könnte man meinen, dass es Gino ist, aber nee, Gino. Wobei, er ist ja jetzt in Berlin und da holt er sich vielleicht auch so einen geilen Hipsterbart, man weiß es nicht. Kann sein, kann gut sein, ja. Ja, dann haben wir Among Us gespielt und da sind. Genau. Ich will immer anhalten, wenn Besprechung ist. Wenn man sieht, wer da ist. Da. Ah, so, ja. Genau, da sieht man es mit Dalu, Trilux, Anni, Schlo, Gino, Unge, Bam, ist ein Kumpel von Unge gewesen, Okay. Und Lesk. Genau. Ja, also, ist wieder eine lustige Runde, ne? Ja, aber eine lustige Runde. Banger-Runde war allerdings am Donnerstag dann, also kannst du ruhig durchlaufen lassen. Mhm. Also am Donnerstag bin ich, glaube ich, 5-mal Imposter geworden und das war, also da war alles dabei, wirklich. Ja, dann gab es Leon und der hat mal sich entschieden, kein Minecraft zu machen. Stattdessen hat er mal wieder versucht, Ironfeller. Was? Und ich bleib dabei, das wird nichts. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Angst bekommen, als er das dann angefangen hat und ich erfahren habe, welche Level drin sind, da dachte ich, es ist möglich. Es ist auch möglich. Aber nicht für Leon. Nicht für Leon, beziehungsweise das Ding ist, er hat ja sein gesamtes Leben Zeit, weil wir das nicht nach oben begrenzt haben, die Wette ich damals. Ich habe begrenzt. Hast du? Ja, ja. Dann schließe ich mich dieser Begrenzung an. Wann war das? Bis wann? Ich habe gesagt, 3 Monate hast du Zeit. Okay, okay. Also, es ist schon möglich, man sieht, dass es möglich ist, aber uff. Da braucht man schon sehr viele Versuche. Und ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn er unendlich viele Versuche hat, er muss es ja on stream schaffen. Können wir mal diesen Bonjour Red Panda im Chat timeouten? Der spammt die ganze Zeit irgendwas. Stimmt, der Fake News. Das ist ja, was ist denn bei dem los? Warum hat denn der Mod? Weiß ich auch nicht. Naja, jedenfalls, ja, dann geht es aber weiter mit seinem Speedrun. Und ich glaube, war das der Tag, an dem er die neue PB aufgestellt hat? Nee, nicht neue PB, sondern hat er da schon versucht, den Seed der Woche zu spielen. Nee, ich glaube, ne? Den hat doch zuerst Niklas gespielt und dann Leon. Also muss das Mittwoch gewesen sein. Und das ist ja jetzt gerade von Dienstag auf Mittwoch. Ja, ja, okay. Ja, dann wurde wahrscheinlich ein neuer PB gemacht. Oder? Aber Leons PB ist ja mittlerweile richtig krass, oder? Ist er nicht schon bei 35 Minuten? 35 Minuten ist er aktuell, glaube ich. Und das ist schon heftig. Aber ich glaube, Niklas könnte das noch schlagen. Das ist noch im Bereich des Möglichen. Meinst du? Ja, doch. Ich glaube, man... Also das ist so jedenfalls die Größenordnung, in der sich Niklas auch bewegen kann, wenn er alles gut hittet. Ich glaube, das Problem ist, die nähern sich so langsam an der Grenze, wo man als normaler Mensch hinkommt, wenn man nicht sagt, okay, ab jetzt ist mein Leben Minecraft. Ja, ja, ja. Also natürlich, es gehört noch Glück dazu, aber alleine so, du musst dich ja trotzdem irgendwie skillmäßig auf dem Level bewegen, dass du da eine Zeit erreichen kannst. Und ich glaube, also Niklas könnte es meiner Meinung nach noch schaffen die Woche. Weiß nicht, ob er es vorhat, aber ist noch drin. Ja, dann Mittwoch wieder mit Niklas und dort hat er dann tatsächlich dann versucht, glaube ich, den Seed der Woche zu spielen. Das dürfte gerade sein. Oder nee, er war jetzt in der Küche und jetzt spielt er den, meine ich. Yeah, yeah, yeah. Jetzt spielt er den. Oder jetzt. ich kann es nicht erkennen, auf jeden Fall. Da war gerade auch irgendein Endscreen, das heißt, er hat einmal durchgespielt. Das könnte dann der Run gewesen sein. Ja. Genau, dann sind wir eure musikalischen Meisterwerke durchgegangen, denn ich habe gesagt, ich will ein neues Intro bauen lassen von Andy und dazu bräuchten wir Musik und dann haben wir uns erst ein paar Sachen von Yannick angehört, also ein Lied von Yannick. Ja, du warst ja super kritisch mit Yannick. Ja, ich bin sehr kritisch geworden. Was ist mit dir los? Früher warst du so, ja, TK-Pizza, kein Problem, von kein Problem. Ja. Und dann fingst du an, da irgendwie deine Delikatessen, deine Avocado rauszulöffeln und sonst was. Und jetzt hier Musikkritiker bist du auch noch. Ja, es kommt im Alter, glaube ich, dass man so picky wird, oder? Kann das sein? Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Naja, aber jedenfalls haben wir dann Terok entdeckt und der hat... eine exquisite Soundcloud-Bibliothek. Da haben wir uns durchgehört. Da habe ich auch schon ein paar Tracks gehabt, in die ich mich ein bisschen verliebt habe. Aber wir haben dann gesagt, ja gut, ihr könnt noch andere Sachen auch noch einschicken. Mhm. Und dann hat Yannick noch mal einen Soundtrack eingeschickt. Ich muss aber auch dazu sagen, als du das angekündigt hast im Stream, so von wegen, oh, wir machen jetzt mal einen Channel und ihr macht Musik, da habe ich gedacht, da kommt gar nichts oder wenn nur Schrott. Und ich muss sagen, da war viel, viel besseres Zeug dabei, als ich jemals erwartet hätte. Ja, also Schrott war auch noch dabei. Ja, war auch dabei. Genau, aber es gab auch echt ein paar Sachen, wo ich dachte so, ey, wie krass. Vor allem, habe ich mit Terok eine gesamte Nacht auf Twitter so geschrieben und dann in der Zeit hat er diesen Track gebaut, diesen Among Us. Ja. Also war schon richtig krass. Also es gibt ein paar Leute, die sind echt krass. Und das war ja auch durchaus auf Zeit. Also das waren ja irgendwie nur ein paar Tage. Ein paar Tage, das ging super schnell. Also ja.
So, dann hast du ganz kurz, hier hat man ein Frame oder so gesehen, hast du Tiny Houses wieder angeschaut? Genau, von Yellow haben wir uns das Tiny House angesehen, weil ich habe ja so eine Tiny House Faszination. Und hast herausgefunden, dass du gar nicht Tiny Houses magst, sondern kleine Häuser. Ja, oder Tiny Wohnungen, also allgemein. Haus wäre zu groß, glaube ich. Ja, und dann, was ist das? Das ist, ich glaube, von Simon. Simons Bruder. Das Zimmer von Simons Bruder, genau. Haustür von Simon Unge haben wir uns da angesehen, um zu gucken, wie der so wohnt. Wie ein Multimillionär wohl so wohnt. Ja, und es ist... Es war ernüchternd, also normal, ja, würde ich sagen. Ja, ich würde es auch fast normal. Also natürlich, er besitzt halt ein ganzes Haus und da wohnt seine ganze Familie drin. Genau. So ein ganzes Haus ist natürlich auch teuer, aber aber jetzt, es war jetzt nicht irgendwas übertrieben prunkvoll. Genau, es war nicht luxuriöses. So dekadent, so von wegen, genau, oh, da war jetzt nicht so ein Whirlpool im Wohnzimmer drin. Genau, kein oder Whirlpool, oder kein 10x100 Meter Pool und du denkst dir so, holy shit, und dann kommt die Garage mit fünf Sportwagen und oder so. Genau deswegen habe ich mich dann entschieden, diese Woche, egal wie sehr der Chat Riot geht, mir anzusehen, wie Monte wohnt als Kontrast. Ja, okay. Weil ich glaube, der dreht nämlich richtig durch. Der wohnt natürlich schon ein bisschen prunkvoller. Beziehungsweise da sieht man dann eher das Geld anhand der Wohnung, sagen wir mal so. Scheiße, Riot direkt losgegangen. Ich will mir angucken, wie er wohnt, weil da reden so viele drüber und ich habe es noch nicht gesehen. Ich will es mir angucken. Ja, oder Bibi kannst du dir auch angucken. Aber Bibi hast du schon mal. Bibi haben wir uns schon mal angesehen, da ist schon alles abgefackelt im Chat. Ja, ja, stimmt. Bibi haben wir schon mal den Chat mit angezündet. Dann gab es Wer wird Millionär und du wurdest es nicht, glaube ich. So, wir haben ein neues Format. Also das Format ist zwar alt, aber wir spielen es jetzt anders. Ich spiele es im Tandem-Modus mit dem Chat und zwar immer eine Frage abwechselnd. Und ich sag's mal so, der Chat ist schon gut, aber ich bin unfassbar schlecht. Und da habe ich richtig realisiert, wie extrem mein Wissen abgenommen hat, seitdem ich streame. Das stimmt. Ist immer schlechter geworden. Am Anfang ist bei mir ähnlich. War das schon richtig ordentlich. Da habe ich schon mal einen 200 IQ-Quiz gecarried. Aber inzwischen sind sie die einfachsten Fragen, da verzweifle ich immer komplett dran. Ist bei mir ähnlich. Ich glaube, das kommt daran, also wir sind ja intellektuell kaum gefordert. Einerseits. Das stimmt. Das heißt, man wird auch einfach ein bisschen dümmer, außer man zwingt sich. Mhm. Und zum anderen ist auch, seitdem wir beide streamen, sind wir beide nicht mehr in der Uni oder sonst irgendwas. Ja, das heißt, wir lernen auch nichts mehr dazu. Genau. Und das, was wir schon mal gelernt haben, vergessen wir halt einfach. Und viel vom Input, den man mitbekommt, ist einfach irgendwie so stream-related. So, man ist man wird so Spezialist für einen bestimmten Bereich. Bei mir jetzt irgendwie sehr cool. So Boulevardwissen im Streaming-Bereich. Sowas, Und das halt, das blockiert A, neue Informationen, die reinkommt und verdrängt alte Informationen, die schon mal da war. Das habe ich gemerkt, als wir Yellow gemacht haben und diese Fragen waren. Und da war einmal irgendwie, wie viele Chromosomen hat der Mensch und bla bla bla. Das müsstest du als Medizintechniker einfach so aus der Pistole Genau, das müsste so direkt kommen. Und es hat bei mir voll lang gedauert, bis ich das Wissen wieder abrufen konnte. Und Leon wusste es sogar dann vor mir sogar. Ja. Also ja. Aber ich glaube, was zusätzlich hinzukommt, das muss man dir ein bisschen zugutehalten, Wer wird Millionär ist auch für eine Zielgruppe zugeschnitten, die du nicht unbedingt erfüllst. Ja. Nämlich für den Durchschnittsdeutschen, der gerne Fußball guckt. Deswegen sind auch einfach noch mal eine Fußballfrage für 300 Euro drin. Ja, aber auch allgemein womit du einfach nichts zu tun hast. Allgemein kulturell, geschichtlich, so historisch und so bin ich auch schwach einfach. Genau. Also war ich schon früher auch immer für Zeitungsleser gemacht. Genau, man merkt das an dem Wissen. So, genau, es gibt ja so aktuelle Fragen auch. Da wird irgendwie über Politiker gefragt und dann Scharping. Eine Ära, die du nicht mehr selbst miterlebt hast, weil die meisten Zuschauer wahrscheinlich schon ein bisschen älter sind. Ja. Aber trotzdem, das Format ist ziemlich geil. Wir haben uns mehrere Joker dazu ausgedacht. Da war zum Beispiel ein Joker, wenn du ganz kurz einen Frame zurückgehst. Wir haben den Streamer-Joker und da gehen wir auf Twitch in die Kategorie Just Chatting und suchen uns einen Streamer raus, der 0 bis 10 Zuschauer hat. Und der muss mir dann helfen und versuchen, die Frage zu beantworten. Da waren ein paar richtig coole Leute dabei, die dann auch bis zum Ende dann auch zugesehen haben sogar. Das war ziemlich cool. Ja, also ich versuche das nochmal weiter. Die Woche selbst weiß ich noch nicht. Vielleicht Mittwoch, aber wir müssen mal gucken. Da kommen wir aber gleich später zu. Genau. Dann kam wieder Leon und es gab wieder ein bisschen Minecraft. Yes. Wieder bis tief in die Nacht wahrscheinlich. Mhm. Muss man auch sagen, der Leon, der macht sich gerade nachts wild. Ich bin jedes Mal erstaunt. Das ist auch sein Game so. Es hat voll einen guten Flow, Minecraft, nachts mit Leon. Das finde ich auch cool. Ja, dann hast du wieder ein bisschen Gino geärgert. Ja, nee, ich habe getestet, weil Gino hat ja gesagt, es gibt 7 Bewegungen oder 7. Stimmt. Und da ist eine Sache bei, die habe ich Gino auch gefragt. Und zwar, er zeigt eine Bewegung, die man können muss, die ich nicht kann. Und da habe ich Gino vor ein paar Monaten mal gefragt, warum ich das nicht kann und ob ich das lernen kann. Was denn? Und zwar, du kannst die.
So, ach so, kann ja. ich das, aber so nicht. Hier Schluss. Hey, das ist Stopp! Ja. Mach mal so viel, wie du kannst. So, mehr nicht. Und das habe ich Gino auch damals gefragt. Was? Wieso kann ich das nicht und so? Und Gino hat gesagt, ist nicht schlimm. Gino hat gesagt, ja. das ist bei relativ vielen ja, aber ich glaube, du könntest das versuchen mit Beweglichkeit, Mobilität und Dehnung. Ich will jetzt aber mal wissen, komm, wir können mal Chat fragen. Chat, wer von euch kann das beidseitig und ja. wer nicht? Würde ich also auch gerne eins, wissen. Ihr könnt's, zwei, ihr könnt's nicht. Damit wir den Anteil mal wissen. Also ich muss bei mir auch sagen, ich kann das wahrscheinlich, weil wir das früher, ich war im Tischtennisverein und da haben wir das gemacht. Also so ist, glaube ich, einfacher. So ist schwerer, aber ich komme auch noch dran. Du kannst es auch noch, ja. Ja, die rechte Hand hinten hoch ist das Problem. Ja, also das ist einfach... rechten Arm. Ja. Aber das ist, wie gesagt... guck mal, hier, 46% können das nicht. Das ist relativ normal, dass man das nicht beidseitig kann. Krass! Das heißt, ich bin genetische nächste Stufe. Jetzt hat nichts mit Genetik zu tun. Doch, doch. Warte, wie hat Gino... Evolution. Das hat irgendwas mit Mobilität zu tun, dass du die rechte Schulter nicht richtig bewegst und weil man noch Rechtshänder ist und so. Ich habe es nicht ganz verstanden und habe auch die Hälfte vergessen. Er hat mir dann erzählt, ich soll einen Tennisball auf meine Schulter tun und ach, ja. ich habe es eh nie gemacht. Hast du auch abgeschaltet? So. Nee, aber ich habe das schon nicht mehr zugehört. Aber als er gesagt hat, ich muss nicht zum Arzt, war dann für mich das Thema durch. Mir wird geschrieben, ich bin genetischer Leibniz. Ja, perfekt. Ich kann auch das mit dem Daumen. Oh nee, jetzt hör auf, das ist ekelhaft. Das schalten die Leute wieder ab. Ich bin einfach eine Evolutionsstufe ahead. Es ist einfach, ich bin schon nicht mehr Mensch. Ich bin mehr Homo sapiens, ich bin schon Homo. Kannst du auch deine Zunge kräuseln? Ja, klar. Rollen? Oh, du bist ja wirklich Übermensch. Ich sag doch, ich kann im Prinzip, alles ist bei mir drin. Ich bin Gesamtpaket. Vollkasko habe ich auch. Hast du Haare auf den Handrücken? Wenig. Handrückenfingern? Wenig. Ja. Aber die nächste Stufe hat gar keine. Ja, ich hab die noch behalten. Also bist du nur anderthalb? Nee, ich hab die noch behalten, weil beim Schwimmen kann man dann besser, aber mit mehr Widerstand, weißt du, ich muss schneller. Na, also so Michael Phelps-mäßig. Ich musste die behalten. Konnte ich selber entscheiden damals. Ich finde das aber so interessant, dass so allmählich so Mutationen sich so im Volk breit machen, was ja. die nächste schon krass. Stufe wir werden wahrscheinlich, irgendwann haben wir dann so irgendwie. Meinst du, wir kriegen irgendwann nochmal einen Finger dazu oder so? Für mehr Tastaturanschläge? Nee, ich hab mal gelesen, aber ich weiß nicht, ob das so Myth-Blödsinn ist, dass wir einen der Zehen verlieren, weil wir den nicht sein. Ordentlich benutzen. Stimmt, und stimmt. Für einen guten Stand braucht man nicht unbedingt fünf. Es wäre aber insane, weil, guck mal, Gino zum Beispiel, Gino hat Zehen, also müssen wir darauf achten, seine Füße sind wie Hände. Der hat so ganz lange Zehen. Und stell dir mal vor, man könnte einfach so 20 Finger-Tipp-Technik machen. Du nimmst deine Zehen und tippst mit deinen Zehen mit. Das wäre insane. Wie nennt man nochmal dieses, wenn du ganz viel eine Sache machst oder trainierst, dass sich das auf das Erbgut auswirken kann, dass du das vererbst? Ja, ich vergesse immer den Begriff. Ja, ich weiß den Namen auch nicht mehr, aber das habe ich auch schon mal gelesen. Epigenetik, genau. Mhm. Und zum Beispiel, weil wir alle mit dem jetzt mit dem Daumen so viel machen wegen des Smartphones, gibt es Leute, die auch sagen, dass das irgendwie unser Daumen immer krasser werden über die nächsten Generationen. Genau, dass die Leute, die ihren Daumen nicht so krass bewegen können, die sterben aus. Logisch, weil die können nicht so gut WhatsApp schreiben, also können sie auch nicht so gut fortpflanzen, weil die nicht so gut antworten können. Die können gar nicht bei Telegram lesen, wie sie... Die können bei Tinder gar nicht so schnell swipen, deswegen können die sich nicht fortpflanzen. Stimmt. Und dadurch sterben die aus. Ja. Logisch. Gut, weiter geht's. So, hast du wieder Leute gewonnen, dann gab es Among Us. Genau, zweite Runde, das war am Donnerstag und das waren einfach die Banger-Runden. Das war, glaube ich, der Among Us-Tag meines Lebens. Das war einfach, muss man nachholen. Kann man auch auf YouTube übrigens nachholen. Zwei Imposter-Runden wurden schon hochgeladen auf unseren YouTube-Channel und die ganze Session wird auf den Community-Channel hochgeladen im Laufe der nächsten Tage. Also könnt ihr mal vorbeigucken, wenn ihr das verpasst habt. Fantastisch. So, dann hat Leon ein Spiel gespielt, wo man einfach auch mal sagen muss, wisst ihr, Grafik ist einfach nicht wichtig in Videospielen. Das Gameplay ist entscheidend. Also das Gute an dieser Grafik ist, dass die Information nicht verdeckt wird durch irgendwelchen Schnickschnack. Du hast sofort volle Information, du siehst alles. Verstehst auch alles, weißt sofort, worum es geht. Das ist aber einer der Gründe, warum Among Us so erfolgreich ist. Eben weil es kein Ego-Perspektive ist, sondern weil es eben eine Draufsicht ist und du viel Übersicht hast, das ist verständlich. Das ist ein gutes Beobachtung. Genau. Aber was, der hat Schach gespielt? Der hat Schach. Ich glaube, der hat allgemein gegen die Community gespielt, weil der macht das ja so ein bisschen wie du.
du forderst andere Streamer raus, wie Turi oder Donny, natürlich in den Spielen, die du schon tausende Stunden gespielt hast, wie Dark Souls. Oh, ich habe Dark Souls on Stream nur 20 Mal durchgespielt. Jetzt spiele ich gegen den Noob Turi, die das erste Mal spielt. Und dann zeige ich, wie toll ich bin. Ja, ja, oder ja, wir spielen Schlag den Star, aber auf meinem PC und streamen es zu ihr, damit sie 3 Sekunden Delay hat. Weiter, genauso macht das Leon auch, nur gegen die Community. Keep going. Weiter, nein, weiter, komm, komm. Ist gut. So, dann gab es ein bisschen Minecraft. Ja, ein bisschen Minecraft. Neuer PB. Ich würde gerne wieder mal Dark Souls auspacken. Muss ich auch bald. Ich muss gegen Donny trainieren. Dann, was hat Leon denn dann gemacht? Moment. Maturi ist im Chat und sagt, Maurice hat komplett recht. Ich fordere faire Bedingungen. Ja. Wie soll das denn aussehen? Welches Spiel könnte denn fair sein gegen Turi? Ja, etwas, was ihr beide noch nicht gespielt habt. Oder eins, wo ich so schlecht bin wie Turi drin. Fällt mir aber jetzt keins ein. Also es wird schwierig. Ja genau, FIFA wäre fair. Aber das will keiner sehen. Ja, muss was Geiles. So, dann hat Leon wieder Deepfakes geguckt. Hier die Erde sei rund. Nee, Minecraft 1:1 habe ich auch gesehen. Hm? Mhm. Die Erde wurde komplett 1:1 in Minecraft nachgebaut. Ja, aber flach. Scale 1:10.000 oder so. Nee, 1:1 Scale. Wirklich. Also das ist erstmal eine Satellitenaufnahme, aber es gibt ja wirklich diese Nachbau. Ja, gibt's. Ja, aber das ist nicht. Nein, das ist nicht, aber die haben diese Satellitenaufnahme gemacht, weil das mit Algorithmen gemacht wurde, die eben das nachgebaut haben, wie das in echt war, aber ohne Gebäude. Hm. Ja. Also habe ich es verstanden. Mhm. Ah, dann hat Leon Pokémon-Karten ausgepackt. Da muss ich ja sagen, ich bin bei Pokémon so ein Halbnoob. Du bist ja ein Vollnoob, ne? Kompletter Vollnoob. Keine Ahnung von Pokémon. Ich weiß so richtig nur erste Generation und dann wird's immer dünner. So. Zweite weiß ich noch so ein paar, dritte schon fast gar nichts mehr und vierte ist dann vorbei und ich weiß gar nicht, wo wir heute sind, 9. Generation. Aber ich war halt ein Magic-Kind und dann als Pokémon kam, dachte ich, das ist halt für Kinder und dann habe ich es nicht mehr angefangen. Ja, auf jeden Fall war nice. Und ich glaube, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, tendenziell war bei Leon mehr Geld zu holen als bei dir, oder? Bei mir war insgesamt, ich glaube, meine wertvollste Karte war 3 Euro oder so. Was war denn Leons wertvollste Karte, Chat? Ich glaube, seine noch? Wertvollste war 20 Euro oder so, was war 30 oder irgendwie so. Ja, aber deutlich mehr. Ich hatte einen Blood Moon. Ja, aber hattest 60 du nicht, Euro, sagt Leon. 60. Aber hattest du nicht eine Blood Moon-Version, die irgendwie jeder hatte oder so? Ja, das nervt mich so. Da hast du mal eine geile Karte und dann sagt jemand, ja, aber das ist ein Reprint, 38. Version, die ist nichts wert. Mhm. Dann denke ich mir, ja, toll. Ja, ja. Ich war ja eher der Yu-Gi-Oh!-Typ. Aber ich habe meine Karten damals alle verkauft, als ich aufgehört habe zu spielen. Scheiße, was hast du bekommen für die Karten? Für mein Hauptdeck 200 Euro, glaube ich. Und für den Rest nochmal 100 oder irgendwie so. Ich sag's mal so. Inflationsbereinigt, hast du damit mehr Geld gemacht, als sie jetzt wert wären? Glaube ich nicht. Doch. Ich habe, also ich meine Karten. Wie viele Jahre ist es her? Warte, ich kann es, glaube ich, relativ genau sagen. Ich war da ungefähr 16. Ich bin heute ungefähr 29, das heißt 13 Jahre. Guck mal, jedes Jahr aber meine 2% plus meine Inflation. Meine Karten waren perfekt erhalten. Die waren doppelt gefoliert und irgendwas. Hm. Also du meinst, die waren wirklich viel wert jetzt, wären heute viel wert? Und ich habe auch viel First Editions und sonst was gehabt. Scheiße. Ich war nur frustriert, weil ich bei der deutschen Meisterschaft ausgeschieden bin. In der letzten Qualifikationsrunde, weil ich gegen, ich glaube, den Vizemeister gespielt habe oder so. Und dann war ich super frustriert, weil ich das super unfair fand, dass man irgendwie schon in der Qualifikationsrunde dahin gegen mit die Besten antreten muss und sich behaupten muss, weil man Pech hat, wenn man aus den falschen Stadtteilen kommt. Und ach, alles, ich war genervt. Hey Maurice, irgendwann mal mit so einem krassen Anime über dich geben, über dein Leben so. Ja, ich weiß. Yu-Gi-Oh! Meister wirst, dann später Physiker und verrückter Professor so und dann wirst du irgendeine Atombombe erfinden und Zeitreisen, irgend sowas. Ja, jedenfalls so, dann ging es weiter, dann kamst du. Das genau, Samstag habe ich eine lange Runde WoW gespielt. Wir haben Ardenwald und Revendreth durchgespielt und sind jetzt im Prinzip, oder ich bin jetzt im Prinzip mit dem Charakter durch die Hauptkampagnen-Story durch, wenn man so möchte. War jetzt ja auch ordentlich was. Also wenn ich so überlege, wie viel habe ich denn jetzt on-stream gespielt? So fast 40 Stunden. Was? Ja. Irgendwas zum Zeitraum? In 3 Wochen? Ja. Krass. Haben ein bisschen Lore-Talk noch gemacht, über die Sachen sinniert, die wir da gesehen haben. Mhm. Natürlich auch mit Diagrammen in Paint, weil sonst bin ich selbst verwirrt. Ja, logisch. Ja,
Kommt jetzt natürlich eigentlich noch Packkampagnen und sonst was. Also da ist noch ordentlich Spielzeit drin, aber die Hauptstory ist durch. So, dann war es Sonntag. Ach ja, das war ja bei Donnerstag noch gar nicht dabei. Niklas hat sich dann entschuldigt, weil er sich ein bisschen schlapp und K.O. fühlt. Hat dann Urlaub gemacht und am Donnerstag hat weder Andi noch ich es geschafft, ihn zu vertreten, aber am Sonntag dann Andi. Ja. Dann erst ein bisschen Photoshop gemacht und dann hat er Deep Rock Galactic, glaube ich, gespielt. Das haben wir schon mal bei der LAN nochmal gespielt. Das war ganz geil. Ja. Aber hat er wieder alleine gespielt, ne? Ja, ja, genau. Das ist ja jetzt so sein Ding. Und dann gab es noch ein bisschen Red Dead. Genau, das Spoiler, das soll weitergehen. Genau. Genau, dann kam ich. Wir haben uns dann nochmal neue Soundtracks angehört. Das war der von Yannick übrigens, der neue. Den hören wir uns auch gleich dann nochmal nach dem Briefing kurz an. Ja, und dann gab es wieder Rimworld. Genau, und mir ist gestern etwas aufgefallen, Maurice. Ja. Du bist ein Rimworld, unser Holzbein-Johnny. Ja, mit dem Hammer. Genau, zwei Holzbeine und ein Hammer in der Hose. Und uns ist aufgefallen, immer wenn sich in der Kolonie jemand in dich verliebt, ja, dann stirbt er wenige Tage daraufhin. Erst warst du in eine gewisse Theresa verliebt. Ich habe extra ein Doppelbett für euch gebaut. Mhm. Plötzlich, Theresa wird ohnmächtig in so einem Heizschacht und verbrennt. Einfach ja, so. So funktioniert Liebe doch, oder? Ja, dann, als sie tot war, warst du in einer tiefen Trauer und hast dann geflirtet mit Niklas. Dann. Da muss ich aber betrunken gewesen sein. Da warst du, ja, okay, waren beide heftig betrunken. Okay. Aber dann, Spoiler-Chat, wurde Niklas komplett vaporisiert, als er einen Roboterstützpunkt angreifen sollte und da ein Fusionskern hochgegangen ist. Ja, die Liebe ist heiß, Matteo. Ja, deine Liebe ist heiß. Du bist gefährlich. Ja, GZSZ, gute Zeit, schlechte Zeit. Ja. Das ist richtig gefährlich. Da kann man nicht, also. Jetzt wird hier im Chat geschrieben, du hast Niklas umgebracht. Ich bin nur Beobachter, das ist wie eine, so eine BBC-Doku. Ich beobachte nur. Mein MTL. Ich führe die Kamera. Ich gucke dann, was wo passiert. Wie sauer bist du eigentlich, dass ich festgestellt habe, hochwissenschaftlich, dass dein gesamtes Programm sehr nah an RTL ist? Das habe ich aber schon immer gesagt. Sehr gut. Okay. Ja, das war jetzt keine neue Erkenntnis für mich. Dann gucken wir mal, was das Programm von letzte Woche in Zahlen bedeutet hat. Was würdest du schätzen? Also, da Niklas ja fast die ganze Woche nicht da war. Ich glaube, er war Montag und Mittwoch da, oder? Sonst die gesamte ja. Woche nicht. Und du hast du einen 19-Stunden-Stream gemacht? Nein. Nee, ich habe von 19 Uhr bis 6 Uhr gestreamt. Also 13 Stunden. Ich würde sagen, stundenmäßig sind wir im unteren 90er, nee, vielleicht sogar nur 85er-Bereich. Vielleicht sogar weniger. Ich sage 83 Stunden. Okay, 83 Stunden. Zuschauerschnitt auch noch? Schnitt. Oder willst du den zuerst sagen? Nee, ich weiß es ja schon, weil ich die Zahlen eingetragen habe. Ist ein bisschen verdammt witzlos. Ich sag, Schnitt ist gesunken auf unter 2000. Okay. Gucken wir nach. Oh nee. Ach du Scheiße. Hä? Wir haben gestreamt 97 Stunden, immerhin unter 100. Ja, nee, also trotzdem voll man viel. Merkt, der dass Schnitt Niklas ist gestiegen? Gefehlt hat. Man merkt, dass Niklas gefehlt hat. Ja. Wir sind aber auf jeden Fall noch doppelt safe. Also auch ohne Niklas können wir noch eine ganze Woche frei machen. Wir sind trotzdem über 200.000 Stunden. Ja, und wir haben einen höheren Schnitt als die vier Wochen davor. Fünf Wochen davor. Hatten wir Promo? Nicht, dass ich wüsste. Aber, also wir können ja mal auf die einzelnen Tage gucken. Montag, 38.000 Stunden. Das ist richtig viel. Das ist einer der stärksten Montage überhaupt. Wir hatten hier 41, aber sonst. Ja. Dann Dienstag auch. Einer der stärksten Dienstage, die wir jemals hatten. Das ist der stärkste, den wir jemals hatten. 45, ich glaube. Das ist der stärkste Dienstag, den wir jemals hatten. Was war denn am Dienstag? Außerhalb von LANs ist es auf jeden Fall, glaube ich, der stärkste. Guck mal, was ein Banger das ist. Ja, das ist Fortnite mit Andy. Stimmt! Fortnite mit Andy, ich wusste es. Nee, das war dieser krasse Stream von Leon, glaube ich. Dann Leon Mittwoch ist der stärkste Mittwoch, den wir jemals hatten. Was? Hä, was ist denn das jetzt? Ist das vielleicht wegen Minecraft mit Leon? Und Niklas, Peak der Woche. Ja. Seed der Woche. Ah, wir hatten aber auch, das ist der Tag, an dem wir Wer wird Millionär gespielt haben. Und da hatten wir bis 0 Uhr 4000 Zuschauer. Da hatten wir 1 Million Zuschauer. 1 Million oder 4000 bis 0 Uhr, das war auch krass. Genau, so dann, aber nachdem wir dachten, ist das der Peak von Bonch war, kommt dann natürlich der Drop am Donnerstag. Glatte, ich glaube, ganze 4 Stunden weniger, weil Niklas nicht gestreamt hat.
Genau, Niklas hat da gar nicht gestreamt. Da war ich der Erste, der den Stream gestartet hat um 20 Uhr. Genau, ah, dann ja. Freitag und Samstag. Ich würde sagen, relativ im Schnitt. Die beiden Tage schwanken ja immer stark. Ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ja. Sonntag wesentlich schwächer als die Wochen davor. Ich glaube, weil die Wochen davor hat Niklas immer irgendwie schon ab 11 Uhr oder so gestreamt. Und stimmt. Andi denkt sich so, nee, ich werde nur für 4 Stunden bezahlt, genau. Also komme ich auch erst um 16 Uhr. Und am Sonntag endet das Programm ja um 0 Uhr. Ja, genau, da wird auch nicht überzogen. Genau, da wird nicht überzogen oder wenn, dann nur ganz kurz. Trotzdem, also dafür, dass Niklas nicht da war, eine extrem starke Woche. Ja, auf jeden. Also wenn Niklas da gewesen wäre, wäre das der neue Peak vielleicht geworden. Kann das sein? Ja. Aber guck mal, der Schnitt ist höher. Wir sind so schon bei 97 Stunden. Also sagen wir mal so Zuschauerstunden, ne? Da könnte man sagen, am Donnerstag locker nochmal 15.000, wenn nicht sogar mehr. Ja. Am Sonntag auch, dann wären da nochmal 30 drauf. Dann wären wir auf dem gleichen Niveau etwa wie die Woche davor. Ja, okay. Also jedenfalls eine extrem starke Woche. Und der Mittwoch, das muss Minecraft mit Leon gewesen sein, weil der hat da ganz krasse Raids reinbekommen, glaube ich. Stimmt. Und der hatte teilweise irgendwie noch 6.000 Zuschauer um 3 Uhr morgens oder so. Ja, war das, oder? Ich glaube, die Baso hat uns fast täglich geraidet in dieser Woche. Ja, das hat die Nacht aber das, auch alt, das war eine Wiedergutmachung, weil sie mich so gedisst hat. Was heißt gedisst? Also, ja. Wenn 6 oder 7 Raids wenn, waren das schon. Wenn Tatsachenbenennungen... Na gut. Mhm. Kommen wir mal zu... Warte mal, und hier wird auch gesagt, zu Recht, die Woche davor war ja Promo. Stimmt. Das heißt, wir haben die Woche davor gar nicht als Vergleich. Das war der Peak von Bonjour. Das hier ist der Peak von Bonjour. Na gut, aber extrem krasse Woche, Chat. Ja. Heftig. Ja, dann lass mal so, hochgehen. So, gucken wir mal in die Events, die noch anstehen dieses Jahr. Ja. Da haben wir einmal diese Woche am 13. Dezember, das ist am Sonntag, den Marathon, sponsert bei Yellow. Da werden wir verschiedene Spiele miteinander gegeneinander spielen. Genau, ganz grobes Thema Sport wird sein. Ja, also aber ist grob. Sehr grob, ja. Ja, also Sport im weitesten Sinne und irgendwie ist ja alles Sport. Bewegung, ja. Ja. Am 20. Dezember, das ist die darauffolgende Woche, gibt es Pen and Paper. Yes, da bin ich schon sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich bin, also, mal gucken, wo Andi uns jetzt hin verschlägt. Ob es wieder Zombies wird, ob es... Ich glaube, das ist was ganz anderes. Ich glaube auch. Ja. Aber wir wissen selber gar nichts, weiß nur Andi, worum es da geht. Und am 26. Dezember, also die Woche noch darauf, gibt es von mir nochmal einen Lore-Talk, wo ich nochmal die gesamte Lore von Shadowlands, die ich ja jetzt durch habe on Stream, analysiere, interpretiere und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, erst am 26., also am zweiten Weihnachtsfeiertag, weil dafür brauche ich Zeit. Ich muss mir selbst erstmal Gedanken machen und alles gegenchecken. Ja. Genau, das sind eure Tage. Ich überlege, ob wir da vielleicht den 24. auch reinschreiben. Nicht, weil da besonderes Programm ist, sondern weil vielleicht keiner damit rechnet, dass da ja, Stream können wir ist. Eigentlich machen. Ja. Können wir aber machen. Ist ja noch Zeit. So, dann gut. Die aktuelle Woche. Boah, Maurice, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Ja, genau. Machen wir ratzfatz. Ja. Heute gab es Jump King, habt ihr alle gesehen, war wunderbar. Jetzt sind wir im Briefing. Es gab kein Jump King. Richtig. Dann gab es, jetzt gibt es gerade Judgmental. Ist einer meiner Lieblingsprogrammpunkte. Ja, läuft gerade gut. Besonders, seit ich den neuen Co-Moderator habe, läuft richtig gut. Mm. Also dich. Ah, danke schön. Ich wusste nicht, von wem du sprichst. Habe ich mir gedacht, habe ich in deinem Blick gesehen. So, dann gibt es ein Format, da habe ich mir den Namen ausgedacht. Mhm. Weil mir hat, wie habt ihr es genannt? Stream Team. Das ist jetzt wirklich so genannt. Ja. Mann, ey, im Meeting habe ich noch gesagt, nee, nenn das nicht so, nenn das mal normal. Jetzt heißt es Counter-Strike mit allem und scharf. So denn nicht? Ja, okay, gut. Aber egal, wie es heißt. Ja, wieder mit Daluka, Trilux und Dadosh. Genau. Dann gibt es Minecraft mit Leon. Wahrscheinlich wieder einfach Speedrun. Am nächsten Tag gibt es Andy und da wird der Red Dead Online spielen. Hat er beim letzten Mal mit angefangen. Das hat ihm offensichtlich sehr gefallen. Yes. Also, wenn ihr Poker mit Andy sehen wollt, dann schaltet da ein. Dann gibt es wieder Judgmental und im Anschluss gibt es. Genau, Among Us mit Sepp von den Peacemeets, Vlesk, Lara Loft, Dalu, Unge ist dabei, Trilux ist dabei, Annie the Duck, Saftiges Knu und Baso sind bestätigt schon für Dienstag. Mhm. Und dann ab 0 Uhr Noobs in Action in Minecraft mit Leon und mit Sina, weil ich hörte, Sina hat noch gar kein oder sehr wenig Minecraft gespielt. War das nicht so?
Ist das so? Ich glaube, deswegen hieß es Noobs in Action. Bin mir nicht ganz sicher. Ah ja, genau. Sina ist Noob in noch oder nie. Anfänger. Sie hat es noch nie Minecraft gespielt. Okay. Perfekt, genau. Und dann in alter Tradition nennen wir es dann Noobs in Action. Genau. Dann ganz besonderer Programmpunkt, Chat. Und zwar am Mittwoch werden wir World First, First Try, only by Bondra, nur hier, als allererste auf der gesamten Welt, vor den Entwicklern selbst, Cyberpunk zeigen können. Und zwar, Jens wird das spielen. Richtig. Und extra dafür wurde der Ultra-Rechner, den wir von MSI bekommen haben, hier angeschlossen. Das heißt, ihr werdet Cyberpunk mit den allerkrassesten Ultra-Raytracing-Technologien genau der Welt da hier zum ersten Mal sehen. Also Release ist, glaube ich, am Donnerstag, ne? Ja. Aber also, wir dürfen es einen gesamten Tag vorher spielen. Das ist absolute Weltpremiere. Ja, das Ultra-Weltpremiere. Also hat es noch nicht gegeben, Moment. Nee, das wird es noch nie wieder geben. Das wird komplett World Premiere. Genau das. Komplette World Premiere. Ja. Hat es noch nicht gegeben. Und genau, wie gesagt, mit MSI Power, wir haben den krassesten Rechner mit RTX sonst was. Ich glaube, die Grafikeinstellung, hat Hamo gesagt, heißt Psycho. Ja, ich glaube, wenn es ein Spiel gibt, für das es sich lohnt, so einen Rechner zu haben, dann ist es Cyberpunk wahrscheinlich. Ja, ich glaube, zumindest dieses Jahr ist dieses es Jahr der, auf jeden Fall. Der Blockbuster, auf den alle warten. Und Jens hat sich da einen riesigen Block genommen, und zwar von 12 Uhr mittags bis 20 Uhr, also bis ich abends komme, wird er da eine riesige Cyberpunk-Session hinlegen und euch alles zeigen, was das Spiel zu bieten hat. Ich bin selber gespannt, was jetzt bei rauskommt, weil ich glaube, es gibt kein Spiel, auf das so hingefiebert wurde, wie dieses Spiel. Also ich bin auch ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, es kann niemals diesem Hype gerecht werden. Aber ich lasse mich gerne eines anderen belehren. Am Mittwoch ab 12 Uhr. Genau, dann komme ich ab 20 Uhr, da gibt es eine Stunde Judgmental. Und dann habe ich offen gelassen, ursprünglich sollte da das Schachmatch gegen Blesk stattfinden. Allerdings mussten wir das nochmal verschieben. Und jetzt überlege ich, ob ich in diesen Slot was anderes mache. Und die Überlegung ist, ob wir da RimWorld reinlegen. Denn am Sonntag ist ja der Bonja-Marathon. Mhm. Und deswegen entfällt am Sonntag RimWorld. Das heißt, ich werde da wahrscheinlich RimWorld reinlegen. Ich werde es aber noch mal überdenken und dann Maurice heute Nacht oder morgen mitteilen. Und dann werdet ihr es dann im Plan lesen können, ob es dann wirklich da stattfindet. Ja. Genau. So. Und dann ab 0 Uhr kommt Leon. Genau, Leon weiß noch nicht genau, ob es wieder mit Minecraft weitergeht, Ironfeller oder was Neues. Dann am Donnerstag kommt Niklas wieder zurück aus dem Urlaub. Und die ersten zwei Stunden muss er wahrscheinlich erstmal erzählen, was er im Urlaub gemacht hat. Ja. Und dann gibt es ein neues Format. Niklas fusioniert seine beiden Erfolgsformate, nämlich den Minecraft Speedrun und Lull, zu Sellout Lullcraft. Ihr werdet gegen eine geringe Summe Geld Clips einschenken können, die dann abgespielt werden und seinen Speedrun unterbrechen. Und er darf nicht lachen, glaube ich, und er muss trotzdem weiter den Speedrun spielen und darf nicht sterben, oder? Wenn er lacht, dann muss er sein Inventar wegschmeißen. Ah, so war es, ja. So habe ich es mitbekommen. Und ich glaube, er meinte, das Format hat er schon mal gezeigt. Das hat irgendein anderer Streamer oder YouTuber mal gemacht. Er hat es schon mal gezeigt im Stream, also könnt ihr euch nochmal ansehen vielleicht. Also eine wilde Kombination an unterschiedlichsten Ideen. Ja. Genau, dann ab 20 Uhr komme ich, Judgmental eine Stunde, und dann habe ich erstmal offen gelassen. Da gibt es noch keine finale Runde Among Us, obwohl, zwei Leute haben schon zugesagt. Nee, drei. Dalu, Vlesk und Unge haben schon zugesagt für Donnerstag. Denn da ist Release vielleicht der neuen Map. Mhm. Und wenn die da released wird, dann werden wir die auf jeden Fall spielen. Aber ich habe jetzt noch nicht die Leute reingeschrieben. Das wird dann im Laufe der Woche dann wahrscheinlich aufgefüllt. Und dann kommt Leon ab 0 Uhr und schlägt dann wahrscheinlich wieder irgendwelche Rekorde in Minecraft. Genau. Und am nächsten Tag, am Freitag, ist ja Leonstag. Da macht er erstmal zwei Stunden irgendwas. Vielleicht erzählt er was, vielleicht guckt er ein Video, vielleicht spielt er Minecraft, vielleicht
weiß ich nicht, packt da Pokémon-Karten aus. Ab 20 Uhr gibt es dann den Seed der Woche, den wir gleich ziehen werden, den es auch mit Niklas am Sonntag geben wird. Und da gucken wir wieder, ob Leon oder Niklas besser performen. Und im Anschluss wird dann wieder improvisiert. Genau. Weil ich es gerade im Chat gelesen habe, kein Trimworld, doch am Mittwoch sehr wahrscheinlich. Sehr also wahrscheinlich am Mittwoch. Am Mittwoch gibt es dann Trimworld vorgezogen für Sonntag, weil es am Sonntag nicht stattfinden kann. Genau. Dann am Samstag ist noch unklar, eventuell streamt Jens weiter Cyberpunk oder macht WoW-Instanzen oder ich streame oder keiner streamt. Das konnten wir noch nicht ganz festmachen, weil viel zu tun und privat und alles andere. Also wahrscheinlich wird da schon ein Stream stattfinden, nur man weiß noch nicht genau, genau was. Genau, wir wissen nicht, ob Jens, ich oder keiner. Es ist auch theoretisch möglich, dass Samstag Streampause ist. Sollte Samstag Streampause sein, empfehle ich euch, auf GOG zu gehen und Cyberpunk zu kaufen, um am Samstag Cyberpunk zu spielen. Das wäre ein gutes Zeitfenster, um das zu machen. Ja. Und falls ihr nicht den richtigen Rechner dafür habt, empfehle ich euch, auf MSI zu gehen und einen richtigen Rechner dafür zu kaufen. Und falls ihr das auch noch selber streamen wollt, empfehle ich euch, Elgato zu besuchen und Stream-Equipment von Elgato zu kaufen. Genau, und falls ihr dafür Geld braucht, empfehle ich euch Jobstairs. Da könnt ihr Jobs finden, mit denen ihr Geld verdienen könnt, um das Ganze zu finanzieren. Es ist einfach alles an Bord hier. Im Prinzip ein kompletter Kreislauf. Ein Ökosystem. So, am Sonntag dann Niklas ab 13 Uhr am Start, spielt dann dort auch den Seed der Woche. Und dann gibt es den bereits angesprochenen Marathon Powered by Yellow. Mindestens 6 Stunden mit der Option, dass es vielleicht auch ein bisschen länger geht. Ja, und da gibt es dann auch, ich glaube, so viel kann ich verraten. Ich weiß nicht, wie viel mehr ich verraten kann, aber es wird auch wieder etwas für euch geben. Und was genau, das werdet ihr dann am Sonntag sehen. Da wird im Chat gefragt, mit welchem Strom die denn dann überhaupt den Rechner zum Laufen bringen sollen. Das ist eine gute Frage, Matteo. Da empfehle ich einen Ökostromanbieter, denn das ist für das Klima und uns alle am besten. Ah, ja. Und da kenne ich einen, der heißt, glaube ich, Yellow. Der ist ganz gut. Da bin ich auch zum Beispiel. Also jetzt haben wir wirklich an alles gedacht, oder? Gut, das ist die Woche bei Bondra. Ist wieder pickepacke voll. Wir haben jetzt schon überzogen. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz kurz auf den Shop. Okay. Können auf meinen Rechner gehen. Geh du mal auf den Shop. Ich bereite auch schon mal vor, dass wir ich kann einfach hier drauf. Genau, wir haben etwas Neues für die kälteren Tage im Shop. Und zwar Maurice. Ein College-Hoodie haben wir aktuell drin. Der ist seit letzter Woche da. Den findet ihr in verschiedenen Größen. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Hier sind Detailaufnahmen. Sehr schön verarbeitet, gestickt. Haben wir letzte Woche schon vorgestellt. Wenn ihr also Bock habt, bestellt da gerne. Wann der ankommt, kann ich euch nicht genau sagen. Kommt immer darauf an, wie dann die Lieferkette ist. Aber ich will jetzt nichts versprechen. Aber auf jeden Fall könnt ihr reingucken, wenn ihr Lust habt. Wir haben noch andere Sachen, könnt ihr auch gerne reinschauen. Toll. Ihr T-Shirt ist noch da. Ich bin noch da. Ihr Tasche auch noch. Gut. So. So, ich bereite gerade den Seed der Woche vor. Ach so, genau. Wir ziehen den Seed der Woche. Und dann würde ich sagen, mache ich auch schon mal hier den Chat auf. Und nachdem wir den Seed der Woche gezogen haben, machen wir ein ganz paar Fragen. Machen wir ein paar Fragen, während du ein paar Subs vorliest und dann sind wir durch. So, Chat, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, was und euer Gewinn ist, dass ihr der Seed der Woche seid, bzw. euer Username-Name ist der Seed der Woche, dann müsst ihr Ausrufezeichen Seed eingeben. Genau, wenn ihr jetzt Ausrufezeichen Seed eingebt. Aber mit 2 E, nicht wie der Sänger. Genau. Also ihr habt keinerlei Verpflichtung oder es gibt keinerlei Bestrafung, was ich ein bisschen schade finde, aber euer Username wird dann der Seed, den Niklas und Leon spielen in der Woche. Ja. Mit Powerboost erhöht ihr eure Chancen natürlich, dass euer Name genommen wird. Genau, ihr kriegt einen Mal-1-Multiplikator. Genau. Mal 1,0 sogar. Ja. Wie nennt man das? Also bezogen auf die Skalarmultiplikation ist die 1 was? Der Eigenwert. Nein. Der Element. Finite Element. Nein. Das ist transverse. Es ist wirklich nichts aus der Uni hängen geblieben, ne? Neutrales Element nennt man das. Ja, genau das. Nee, ist echt nichts mehr. Ist wirklich alles weg. Ist so krass. Okay. Okay. So, dann ziehe ich den Seed der Woche jetzt. Das Gewinnspiel wird geschlossen. Teilnahmen sind nicht mehr möglich. Und der Seed der Woche ist CM Rap. Wie schreibt man das? CM
R-A-P. Ada, genau. Cäsar, Matteo, Richard, Anton, Pascal. Ja. Ich kann nicht standardisiert buchstabieren, ja, aber ich habe es, glaube ich, ganz okay gemacht. GZ, mögest du ein guter Seed sein für die Jungs? Ja. Okay, gut, dann kommen wir jetzt direkt zu den Subs und den Fragen. Also, okay. Maurice liest die Subs vor. Ihr könnt Fragen stellen. Bitte add Bonjour taggen, damit ich es hier sehe. Beziehungsweise, hier bin ich mit Mental eingeloggt. Hier sehe ich es nicht. Aber ich kann es mir auch so merken. Okay. Subscribed haben Belial 1986, Jendrik und Wuoton 87, Entschuldigung. Alle drei ganz neu, herzlich willkommen. Dann Toniba hat einen Sub vergiftet an Mittelbuchengang. Kann man das eigentlich sagen, dass man den Sub vergiftet? Der ist vergiftet, ja. Okay, sehr gut. Dann Lizzie M, auch neu dabei. Aniplex, auch neu dabei. Ganz viele neue Subs dabei hier. Rares der Bares, auch neu dabei. Dann Glickgollum, auch neu dabei. Entweder Streamlabs verbuggt oder wir haben gerade ganz viele neue Subs. Falls dem so ist, dann wirklich alle herzlich willkommen. Dann hat Bafana Fana 30 5 Subs verschenkt. Vielen Dank dafür. Cihan Tor für 19 Monate am Start. Sexy JR hat 36 Monate gesubbt. Zilofa für 27 Monate. Anti-Style 15 Monate und schreibt: Ihr seid geil, deswegen sub ich hier. Dann Bohnendose 6 für 16 Monate und schreibt: Bonjour Herz. Zukunftsmusik für 34 Monate und schreibt: Bonjour Herz. Ja, Tonose Chris für 12 Monate und schreibt: Mehr High-Quality Bonjour-Videos auf YouTube, Bonjour O. Worishi für 45 Monate und schreibt: Bonjour Cheese, Bonjour Boop. Everytime T für 40 Monate. Hellraiser 667 für 25 Monate. Tom Coy für 5 Monate. Royven für 49 Monate. Zen Nons für 6 Monate und schreibt: Wenn ich in einem sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegenden Zug sitze und bei Bonjour reinsubbe, kommt dann der Sub rechtzeitig zum Briefing bei Maurice und Matteo an. Das hängt von der Entfernung ab, aber ja. Chapsen 13 Monate und schreibt: Bonjour Keck W. Lehrer WSC für 58 Monate und schreibt: Ich habe Matteo ganz doll lieb. Die Teilzeitgurke für 27 Monate. Der Jim für 11 Monate. DE Cheers für 12 Monate und schreibt: Ich kann nicht lesen. Neovo für 7 Monate und schreibt: Bonjour Herz, Bonjour Herz. Lanet der Affe für 42 Monate und schreibt: 42 Monate den und jeden einzelnen bereut. X Hit Fit X für 2 Monate. Knetpistole für 21. Du bist, hast auch gesubbt, vielen Dank. Hab grad gesubbt, ja. El Polo Diablo 92 für 26 Monate. Andy Flow hatte 3 Subs verschenkt. Jon Snow Doe für 26 Monate. 73 Terama für 4 Monate. Peramea 92 für 24 Monate. Schreibt 2 Jahre. Wupp, wupp. Cere 33 für 36 Monate. LRS für 15 Monate. Nylon Sackerl für 37 Monate. Unbekannter Nummer 9 für 13 Monate. Stimmt, Boogie Dwarf für 19 Monate. The Pitcher für 9 Monate. MK Bob für 22 Monate und schreibt: Hi, Balliga neu dabei. AC Ducey für 39 Monate schreibt: IB Wo. Blutmond für 49 Monate, nee, Plutomond, nicht Blutmond, Plutomond für 49 Monate und schreibt: Ich ersticke meinen Schüttelreim schon von vorne Reim im Keim. Matteo, wie heißt der Mond von Pluto? Pluto hat keinen Mond. Doch, Charon. Hunted Clown für 34 Monate und schreibt: Bonjour O. Eschkanda für 815 für, nee, ist neu dabei. Dann Ikeolumen für 9 Monate schreibt: Hallo. Zwiebeldieter 69 für 17 Monate. Papu 38 für 17 Monate. Helmi 87 für 45 Monate. Crytek Tobi für 21 Monate schreibt: Hui, ich bin im Fernsehen XD. Spree Coyote für 20 Monate. NC Neuron für 35 Monate. Stimo 89 für 35 Monate. Lazarus LH 1986 für 20 Monate. Erako für 13 Monate. High Number 0 für 10 Monate und schreibt: Und ich habe Maurice ganz doll lieb. Turigrin für 46 Monate schreibt: Matteo hat Haare. Zell mit für 9 Monate schreibt: Hurra, es ist ein Mädchen. Nugati 90 für 9 Monate. I'm HX für 11 Monate. Kondrax für 35 Monate. Feleton 2 für 19 Monate schreibt: Ist die Erde nicht flach? Das hängt vom Modell ab.
Wildfing 666 für 7 Monate. Steamship OO für 36 Monate schreibt ah. Und zu guter Letzt hat Miami Bob einen Sub verschenkt an Scription. Ganz frisch ist reingekommen. Just Chris 1012 für 30 Monate schreibt Bonjour Herz. Recht herzlichen Dank für die Subs. Vielen, vielen Dank. So, wir lesen jetzt ein paar Fragen vor. Ich kann jetzt aber nicht komplett durchdrehen. Also. Ich fange mal oben an. Hier, lieber Matteo, gib mir bitte meinen lebenslangen VIP wieder, sonst halte ich die Luft an. Schreibt Goddamn Superhero. Ich erinnere mich, dass wir ihm mal einen lebenslangen Sub gegeben haben. Wir machen mal einen Kompromiss. Wir drehen gleich mal drum. Aber wir haben doch gesagt, also das Ding ist, du hast nicht gesagt, welches Leben. Und deswegen war ich verwirrt und ich habe mich an das jemanden anderen orientiert. Das Leben einer Eintagsfliege. Ja. Ah, okay. Wir drehen mal drum, vielleicht kriegst du, wir gucken einfach, wie lange du nochmal Sub. Wir können jede Woche einmal drum drehen, okay? So, dann, heute wurde mir das Geld für die Küchenschürze zurücküberwiesen. Wisst ihr, was es damit auf sich hat? Gibt's bei der Schürze Probleme? Oh, Sentor, da würde ich dich bitten, eine E-Mail an info@bonja zu schicken. Da wird dann Hamo wahrscheinlich sich der Problematik annehmen und kann dir dann mehr Infos geben. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Soweit ich weiß, gibt's keine Probleme mit der Schürze. So, dann, bitte mach die Matteo-Montage mit der geilen Mucke aus dem Weekly zu deinem neuen Intro-Mäntel. Ja, wir machen ein neues Intro, das war auch witzig, aber ich stelle mir da noch ein bisschen was anderes vor. Aber ja, so im Ernst. Im Ernst, das habe ich schon angefangen. Ja, wieder der kritische Matteo, der nur Kaviar isst. Ja, nein, aber guck mal, das ist Intro. Ja, ist das, okay. Intro ist von, okay. Das Intro vom Stream, ja. Das muss... Ich weiß, dass Hela nicht mehr gut genug für dich ist. So, Matteo, mal im Ernst, hast du keine Angst, dass eines Abends dir böse Lausbubs auflauern und dich mit faulen Eiern bewerfen und brüllen, du sollst nicht so verplant zocken, Fragezeichen, XD. Nein, XD. habt ihr schon mal überlegt, Turi bei Bonjo aufzunehmen? Wir haben es versucht, aber sie ist dann aus dem Keller ausgebrochen, deswegen, wir sind noch auf der Suche, wo sie jetzt hin ist, aber hat nicht funktioniert. Wann spielst du Sekiro? Oh, okay, sie erinnert mich nochmal an Sekiro nach dem Briefing. Dann rede ich ein bisschen länger drüber, was da genau los ist. Hat einer von euch Final Fantasy VI gesehen? Ich habe es schon mal gesehen, aber spielen werde ich nicht. Nee. Ja. Ich glaube nicht mal gesehen. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Wird Matteo an Heiligabend Kekse backen? Nein. Das wäre wahrscheinlich aber eine Katastrophe. Ich bin am Überlegen, ob ich noch Kekse backe. Hast du schon mal Kekse gebacken? Nee. Und auch nicht Kuchen. Ich wollte eigentlich backen lernen. Vielleicht mache ich das noch. Ja. Vielleicht am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das trifft sich gut mit der nächsten Frage, denn hier wird gefragt, wann endlich wieder mal kochen onstream? Da habt ihr es bekommen. Maurice wird onstream Bäcker. Schauen wir noch Montanas Haus an. Heute nicht, aber im Laufe der Woche will ich mir das Haus ansehen. Dann, welche Größe trägt Maurice im Hoodie? S, oder? S, ja. Ja. Genau. Ich trage S. Und das passt wie angegossen für, wenn man darunter T-Shirt trägt. Ich glaube, wenn ich darunter, also wenn ich den als Jacke benutzen würde, den Hoodie, und darunter einen Pullover hätte, würde ich M nehmen. Ich trage L. Ja, aber du hast ja auch 1,50 Meter Kreuz. Richtig. Wie findet Maurice The Expanse ist eine Serie? Bestimmt gut, aber ich habe sie noch nicht geguckt. Das ist ja meine Sünde, ich gucke gar nichts, Matteo. Ich gucke seit Jahren immer das Gleiche und das Gleiche und das Gleiche. Ist gut. Matteo, wie hat dir Maurice Stream vorhin gefallen? Ich habe den tatsächlich nebenbei die ganze Zeit laufen gehabt, weil mich das Thema auch interessiert. Also sehr gut. Also ich hätte bei Jump King nicht so lange zugehört. Zu welchem Content hat Matteo abgedanced? Zu einem Track von Terok. Der hat nämlich einen Song gehabt, den haben wir uns angehört. Und einmal noch zu dem Song von Yannick, zu beiden. Matteo, wie lange geht dein John Oates Cosplay eigentlich noch? Was ist denn... Wer oder was ist John Oates? John Oates. Nicht zeigen, da könnte was Gefährliches gezeigt werden. Oh, nee, das kann man nicht zeigen. John Oates. John... Okay. Ich habe keine Ahnung. Das ist aber auch... So, weiter geht's. Also nicht mehr viele, wir können doch gleich nochmal Fragen beantworten nach dem Briefing. Okay. Wer ist alles beim Pen and Paper dabei? Wahrscheinlich die alte Besetzung hier beim ersten Pen and Paper. Also Andi als Spielleiter, Maurice, Leon und ich dann als Spieler. Wahrscheinlich schon, ja. Schätze ich mal, ja. Aber
alles an Andys Macht. Er bestimmt. Er ist genau. Alleinherrscher. Wenn Andy sagt, er will nur mit Maurice spielen, dann ist es so. Yep. Wie viele Anrufe, Nachrichten hast du auf deine Nummer bekommen? Nicht so viele. Es hat schnell abgelassen, worüber ich auch sehr froh bin. Kann man Maurice als Ghostwriter mieten? Wenn ja, für welche Fachgebiete? Ich bin mir mal nicht ganz sicher, ob ich mich juristisch in Bedrulle befinde, wenn ich mich dazu so äußere, dass es wahrheitsgemäß ist. Mhm. Aber ich habe schon mal für Freunde einen Bericht geschrieben oder ich habe Arbeiten geschrieben aus freundschaftlichen Gründen in der Vergangenheit, aber finde das heutzutage amoralisch und würde das nicht mehr machen, denn jeder hat selber seine Arbeiten zu schreiben. Ist Björn im Chat, unser Polizist? Kann der noch nachträglich Anzeige erstatten? Bonja, würde mich freuen, wenn ihr die Weeklies hochladet. Das ist buchstäblich der einzige Bonja-Content, den meine Freundin konsumiert. Dafür aber religiös. Warte, was? Nochmal. Was sollen wir machen? Ich glaube, da sollte was anderes stehen. Würde mich freuen, wenn ihr die Weeklies hochladet. Das ist buchstäblich der einzige Bonja-Content, den meine Freundin konsumiert, dafür aber religiös. Wahrscheinlich religious. Vielleicht regelmäßig. Okay. Oder, keine Ahnung, vielleicht heißt es. Oder das religiös, sie verehrt das. Religiös uns. Könnte auch sein, sie verehrt das einfach. Ja. Könnte sein, ja, könnte sein. Ja, das, die Weeklies sollen jetzt erstmal auf YouTube kommen. Wir testen dann, wie das ankommt. Und wenn. Rigoros, regelmäßig, regulär. Ja, man weiß es nicht. Dann, Matteo, wurdest du eigentlich schon mittlerweile angerufen aufgrund deiner geleakten Telefonnummer? Habe ich gerade eben schon beantwortet. Es hat nachgelassen. Am Anfang waren ein paar Anrufe und Nachrichten. Matteo, könntest du mal mit Kamera nach Ries-Ambiente gehen? Was ist das? Ich kenne nur Larissa Ries. Und für mich 2 bis 3 Stühle testen. Hab einen kleinen Sohn und fahre knapp 3 Stunden nach Hamburg. Also du möchtest mich mieten, damit ich Sachen für dich teste in Hamburg. Also sozusagen Rent-a-Mental. Rent-a-Mental. Ja, ist doch nett. Mich wollen sie mieten, damit ich ihnen wissenschaftliche Arbeiten schreibe und du darfst dich hinsetzen. Du hast weniger Arbeit, also beschwer dich mal nicht. Wenn kein Corona wäre, würde ich das machen als Format. So in real life, Mental testet Sachen für euch. So kannst du mal hier, ich brauche eine neue Toilette, kannst du mal Probe sitzen oder so. Würde ich machen, aber wir haben gerade, ich gehe nicht raus. Bonja, wirst du oder willst du am neuen Zugzwang-Turnier teilnehmen? Ich warte es mal ab, ob ich nochmal eingeladen werde und dann entscheide ich, ob ich da nochmal teilnehme. Meine Schachaffinität oder meine Passion für Schach ist gerade auf einem Low und ich hatte vielleicht gedacht, dass sie vielleicht wieder entfacht wird, wenn ich gegen Blesk spiele. Aber es sieht aktuell noch nicht so aus. Also es ist schwierig. Ist durch das Thema. Ist, glaube ich, ein bisschen durch. Aber wenn ein neuer Patch kommt? Wenn eine neue Map rauskommt, dann bin ich wieder dabei. Okay. Ja. Matteo, wie sind die Axiome eines Normalteilers? So, noch 2 Fragen, dann sind wir raus. Matteo trägt noch Wonsi, deswegen weiß er das nicht. Mhm. Bondra, gibt's mal wieder einen EFT-Stream? Okay, krass, dass du das fragst, weil wir in der Gruppe, also wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe mit Dalo und Trilux, und da habe ich vorgeschlagen, ey Jungs, wollen wir mal zu viert EFT spielen? Und dann haben Dalo und Trilux gesagt, ja, let's go, lass mal austesten. Dann habe ich gesagt, ja, das wäre geil, wenn irgendwie Vibe ist und neue Map oder so rauskommt. Dass du hast jetzt schon wieder Vibe gesagt, wollte ich das abgewöhnen. Frau. Oh, sorry. Und dass wir dann gemeinsam zu viert oder vielleicht sogar zu fünf, mal gucken, in den neuen Frau reingucken. Und ich hätte da wirklich Bock drauf. Ich weiß nicht, ob es dann länger anhält, der Spaß, aber ich glaube, mit der Truppe irgendwie in EFT könnte witzig werden, auf jeden Fall. Naja. Okay, letzte Frage jetzt. Könnt ihr, Maurice und Matteo, euch vorstellen, abseits vom Stream einen Podcast zusammen zu machen? Ich kann mir das vorstellen. Ich könnte mir es sogar wahrscheinlich am ehesten mit Maurice vorstellen, als mit sonst jemandem, weil ich glaube, wir haben ähnliche Interessengebiete. Ich glaube auch. Ja. Also ich glaube, mit dir hätte ich am ehesten Redestoff. Mhm. Also jetzt zum Beispiel mehr als mit Andy, weil der lebt ja in so einer Künstlerwelt.
Das stimmt. Ja, dann Leon ist zu jung. Niklas hat nur noch seinen Garten im Kopf. Stimmt, Niklas wäre Gärtner. Ich glaube, Maurice wäre da mein Podcast-Partner. Aber ich habe kein Interesse an einem Podcast. Ich auch nicht. Gut, so, dann vielen Dank für die Fragen. Das war's erstmal. Dann beenden wir jetzt das Briefing. Es geht jetzt direkt weiter mit mir. Und Maurice verabschieden wir jetzt. Tschüss, Maurice. Hadi, ciao. Tschüss.